Willkommen zurück bei Assassin's Creed Syndicate. Wir müssen Marx hier beschützen. Da hinten. Wie ich den einfach nicht ausweichen kann manchmal. Zack. Das war's. Na, vielleicht sollte man die Dinge einfach mit dem Messer abwerfen. Vielleicht geht das hier auch. Mal gucken. Diese dämlichen Polizisten, ey. Die sollen uns gefälligst mal in Ruhe lassen. Sehen Sie, das ist einer Ihrer verdammten Spione. Einen brauchen wir noch. Es geht wieder mit dem Haken nicht. Problem ist, hier ist nirgendwo mehr so ein Ding. So. Heute Sonnenuntergang am üblichen Ort. Ich bin da. Wissen Sie, ich hatte ähnliche Probleme mit der Polizei in Paris. Gut, Paris und Brüssel. Und vielleicht auch in Köln. Unser nächster Verbündeter erwartet uns in einem Pub in der Nähe. Gehen wir. Zweifellos hat die Polizei schon ihre Spitze vor Ort. Ich warte hier, bis die Luft rein ist. Der Typ war also in Köln. Naja.
Warum nicht? Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Selbst Kinder laufen schneller. Du verschwendest meine Zeit. Sie macht einen Fehler. Weich doch aus! Meine Güte, komm schon. So. Der Typ rennt auch schon wieder weg. Ich glaube, unsere Arbeit hier ist getan. Kommen Sie, verschwinden wir und gehen zu dem Treffen. Ich weiß Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit zu schätzen. Nur wenn sich die Arbeiter frei und in voller Stärke zusammentun, können wir die Reformen durchsetzen, die wir mit Sicherheit verdient haben. Darf ich Sie bitten, bis zum Abschluss des Treffens in der Nähe zu bleiben? Ich fürchte, es könnte zu Problemen kommen. Wie ich sagte, Marx wird hier sein. Mir selbst gesagt. Someone! Und jetzt zu meiner Bezahlung. Du kriegst deine 30 Silberlinge, keine Sorge. Es scheint, die Bewegung ist dazu verdammt, von innen verraten zu werden. Könnten Sie den Gentleman zurückholen? Ich will ihn ins Gesicht sehen und fragen, warum er uns in den Rücken fällt. Das ist witzig. Über die King of the Cucumbers! The Seven is mine! Hey, das ist Marks Frau fürs Kurve! Rettet mich! Also dann los! Mordet sie ein! Ich habe freie Sicht auf sie! Sie ist hier! Zack. Spinnst du? Du machst einen großen Fehler. Oh nein, ganz bestimmt nicht. Is there a row over there? What? What is that? Oh! All right then. Dann soll er uns mal erzählen, warum der hier alles verrät. Zu so etwas zu tun? Hat sich die Partei nicht um dich gekümmert? Der Leiter der Mühle sagt, jeder, der in die Gewerkschaft geht, hat am nächsten Tag keine Arbeit mehr. Wie lange wird die Partei meine Familie denn durchfüttern? Wenn wir nicht zusammenhalten, sind wir verloren. Du brichst mir das Herz, Simon. Bitte, geh. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich hoffe, Sie unterstützen unseren Kampf weiter, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Ja, schauen wir mal. Ach so. Das hier könnten wir machen. Dann
kriegen wir mehr Gelder. Straßenfußballspiele rund um die Pubs und vergrößern sie den Pub-Klienten. Damit erhöhen sich die Einkommen des Zugverstecks um 500 alle 30 Monate. Machen wir den mal. Bam. Was ist wieder das hier? Nochmal 500. Buchmacher. Das könnten wir sogar noch machen. Wirkutschen fahren durch die Stadt, überfallen oder eskortieren sie sie, um Geld zu erhalten. Okay. Zack. Das sollten wir beim nächsten Mal machen, mit der Salve. Das könnte ganz gut sein. Wir haben 3 Punkte. Das wollte ich, glaube ich. Jo, Schleichwert. So. Er hat 5. Machen wir ja auch erstmal die Reihe voll. Okay, ja, das geht jetzt leider nicht. Wir haben noch einen, egal. So. So, das noch schnell erledigt. Das sind alles diese. Wo ist denn die Hauptstory? Ja, die gibt es gerade nirgendwo. Interessant, das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen so weitermachen. Das hier ist sie. Na gut, ich würde mal sagen, wir gehen mal dahin und schnappen uns mal noch so ein paar Templer. Yep. So. Ui, yep. Hopp. Zack. Hopp. Jo. Eine Kiste auf dem Weg gefunden. Oh. 7 von 65, ach du meine Güte. Hopp. Den einen sollen wir töten und den anderen sollen wir gefangen nehmen. Charlie ihren eigenen Bruder töten lassen. Hallo? Ja, wissen wir doch.
ein Bier und zwei für Charlie. Dein Auftritt heute war umwerfend, liebe Schwester. Ich bin am besten, wenn sie kämpfen. So. Müssen wir mal gucken, wie wir hier am besten reinkommen. Hallo. Nur nicht nachlassen. Nein, du sollst. Ach. Du bist eine schnelle kleine Laus, was? Den bring ich um. Ich hab ihn im Visier. Ist das schon alles? Wieso hat das nicht funktioniert, nachdem ich hier abgeschossen hab? Na gut. Dann müssen wir es halt nochmal versuchen. Dann eben noch einmal. Gucken, wo wir jetzt sind. Das Blöde ist ja, wenn man drauf geht, dass dann die ganzen Sachen, die man benutzt hat, ja schon weg sind. Das ist ein bisschen doof. Ja, Psy steht hinten am Fenster. Na, jetzt nicht mehr. Noch ein Bier. Und was könnte Ärger geben? Das Ziel von seinem Hä? Wie jetzt das Ziel vom Bruder töten lassen? Ich dachte... Moment mal. Hier steht, dass sie... Dass sie den Bruder töten soll. Da oben steht, dass er sie töten soll. Charlie, ihren eigenen Bruder, das Ziel von seinem Bruder töten. Ich bin am besten, ist doch... wenn sie kämpfen. So, es funktioniert. Ja, danach hätten wir es wieder andersrum machen sollen. Also, oben steht das Ziel vom Bruder töten lassen. Das haben wir eigentlich gemacht. Also, das finde ich jetzt gemein. Das war zweideutig und es hat irgendwie nicht so gut gepasst.
Frechheit. Das Ziel von seinem Bruder töten lassen. So gesehen haben wir es eigentlich gemacht. Na, 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 na. Also das finde ich nicht in Ordnung. Naja, ich würde mal sagen, Freunde, das soll es für heute aber gewesen sein. Wir machen im nächsten Part hier weiter und ich sage erstmal bis dahin. Und ciao.